Verzeihung, können Sie uns helfen? Wir müssen zurück nach Quahog. Wenn Sie wollen, kann ich Sie gern zur Bushaltestelle bringen. Wirklich? Oh, wir sind Ihnen sehr dankbar. Das ist das Netteste, was jemand für mich getan hat seit dem Vatertagsgeschenk von meinen Kindern. Oh, eine Krawatte! Perfekt! Die ist von uns allen! Ach, das wird ein größeres Desaster als die Schwulendium-Feier. Drei, zwei, eins! Ich hoffe, mein Dad guckt gerade nicht ABC. Zum Glück sind wir in diesem Bus, weil ich wirklich dringend kacken musste. Was? Hier ist doch gar keine Toilette im Bus. Das habe ich auch nicht gesagt, sondern nur, dass ich kacken musste. Oh mein Gott, das ist ekelhaft! Selbst für einen Bus! Warum regen die sich so auf? Ich habe eine Plastiktüte gemacht. Das war unsere letzte Chance, nach Hause zu kommen. Und genau da irrst du dich, Brian. Gratis Busrad. Oh, Kacke, das ist ein Mädchenfahrrad. Na schön, wir nehmen es, aber hoffentlich sieht uns niemand aus der Schule. Süßes Fahrrad, du Schwuchtel! Schnauze, das sage ich Miss Baumbakis. Tritt in die Pedale, das Essen beginnt in einer Stunde. Verdammt, Peter! Jetzt hast du die Kette kaputt gemacht und wir müssen laufen. Oder wir fahren per Anhalter. Per Anhalter? Weißt du, wie gefährlich das ist? Außerdem sind wir in der Pampa. Hier ist kein Auto zu sehen. Doch, da! Hey, anhalten! Nehmen Sie uns mit! Es sind nur ich und mein treuer Hund. Wir sind ganz klar keine Irren. Siehst du, Brian? Ich hab's gesagt, wir werden ganz bald zu Hause sein. Hallöchen, Freunde! Gebt mir den Truthahn! Was? Ich kann nicht ohne Truthahn bei meiner Frau auftauchen! Ach ja, ich wette, das Ding ist nicht mal geladen. Das eben ist bestimmt ihre letzte Kugel gewesen. Aber jetzt haben sie keine mehr. Brian, gib ihm den Truthahn! Okay, willst du deine Gastgeberfähigkeiten zur Schau stellen? Überwältige deine Gäste mit Konversation. Hi, Grandma. Ich hab da unten jetzt Haare. Willst du die mal sehen? Ich, sollte nachsehen, ob deine Mutter Hilfe in der Küche braucht. Manchmal reiß ich sie aus, weil ich den Schmerz verdient hab. Schnitt! Nein! Aus! Tut mir leid, ich hatte Panik. Schon gut, es ist okay. Keine Angst, Chris. Du kannst nicht alles beim ersten Versuch richtig machen. Guck dir Snoopys originalen Freudentanz an. Hey, amüsierst du dich hier gut? Oh, ja! Wir erreichen jetzt Quahog. Auf der rechten Seite wohnen die Leute mit dem geilen Trampolin. Aber ich darf nicht mehr drauf, weil ich damit ein Kind auf das Haus geschleudert habe. Nun, offensichtlich ist Peter nicht da, also muss ich wohl das Zepter in die Hand nehmen.